بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أخوتي الكرام، wir machen weiter inshallah ta'ala in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida. Wir sind bei der Frage und Antwort Nummer 49. Was ist Tawhid al-Rububiyya? Diesen Begriff haben vielleicht der ein oder andere schon gehört. Tawhid haben wir gesagt, das ist Allah subhanahu wa ta'ala eins machen, und hier geht es in der al-Rububiyya. So die übersetzt: Glaube an die Einzigkeit und Einheit in der Göttlichkeit Allahs. Göttlichkeit, das stimmt hier nicht ganz. Ar-Rububiyya ist die Herrschaft jener Dinge, die nur ein Gott herrschen kann, die nur über sozusagen ein Gott darüber die Macht verfügt. Und das beschreibt er aber auch hier in Antwort. Er sagt, es ist die feste Bestätigung, dass Allah der Herr und Besitzer von allem ist. Allah subhanahu wa ta'ala ist Rabbul Alamin. Er ist der Herr aller Dinge und ihm gehört alles. Wir sind Besitz und er ist der Besitzer. Alles, was wir kennen, der Himmel, die Himmel und die Erde, alle Menschen, alle Tiere, jedes kleinste, noch so kleine Detail gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Und jede noch so größte und stärkste und gewaltigste Sache gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der Schöpfer, der Organisierer, der, der die Verfügungsgewalt hat. Das bedeutet, er kann darin machen, was er will. So wie du mit deinem Besitz tun und lassen kannst, was du willst, kann er mit seinem Besitz machen, was er will. Also im Prinzip können wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala macht Sachen, weil er sie machen will. Und er macht mit den Sachen, die wir kennen, bestimmte Angelegenheiten, weil es ihm gehört und er das machen kann, was er will damit. Also anders gesagt, wenn du das neueste Handy auf dem Markt hast und du das kaufst und dann es direkt nach dem Kauf gegen die Wand schmeißen möchtest, kannst du das machen. Warum? Weil es ist nun deins. Die Leute können dich zwar blöd angucken, aber sie können nicht zu dir sagen, was soll denn das? Wieso hast du das gemacht? Das war jetzt nicht okay. Warum? Weil es ist deins. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Allah subhanahu wa ta'ala gehört alles. Er macht, was er will. Wie er sagt, يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Er macht, was er will. Und dann sagt der Autor weiter, er hat keinen Partner neben sich, in seinem Besitz und in seiner Herrschaft und braucht keinen Beschützer. Denn er ist der Beschützer natürlich. Er hat keinen Partner in der Herrschaft, er hat keinen Partner in dem Besitz. Ihm gehört alles alleine. Er herrscht über alles alleine. Und er braucht keinen Beschützer, er ist der Beschützer. Dann sagt der Autor weiter, niemand weist sein Befehl zurück und fordert seine Urteile heraus und hat nichts dagegen anzubringen. Also, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas bestimmt hat, kann keiner etwas dagegen bestimmen. Das einfachste Beispiel dazu ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass du schlafen gehst, dann musst du schlafen gehen. Du kannst dich noch so wehren, wenn deine Augen zufallen, dann bist du weg. Und das ist so ein Urteil. Und ein anderes Urteil ist, wenn du auf die Toilette musst, dann musst du gehen. Du kannst dem nicht entgehen. Und das sind so einfache Sachen. Das sind Angelegenheiten der Rububiyya. Das sind Angelegenheiten der Herrschaft. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala jetzt Regen herablassen will, dann lässt er herab. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala 10 Jahre keinen Regen herabkommen lassen, so lässt er das nicht. Und er macht, was er will, weil ihm gehört alles. Und niemand kann seinen Befehl zurückweisen. Wir können nicht sagen, nee, ich will jetzt den Regen nicht. Das geht nicht. Ja, und keiner kann dieser Sache entkommen. Und es gibt Sachen, die wir Schicksalsschläge nennen, dem können wir auch nicht entkommen, weil Allah subhanahu wa ta'ala das für uns bestimmt hat. Und das sind solche Angelegenheiten der Rububiyya. Dann sagt der Autor weiter, nichts ist ihm gleich und niemand kann ihm seine Bedeutung der Göttlichkeit und seine Erfordernisse von seinen Namen und Eigenschaften strittig machen. Das ist ein bisschen eine schwere Übersetzung, aber inshallah ta'ala erklären wir das. Also nichts ist ihm gleich, ist, denke ich mal, verständlich. Es gibt keiner, der Allah subhanahu wa ta'ala auch nur ansatzweise ähnelt. Wir vergleichen nicht Allah subhanahu wa ta'ala mit der Schöpfung und die Schöpfung nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala. Weder im kompletten Wesen noch in einzelnen Eigenschaften. Und wir glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Eigenschaften hat, die er sich zuschreibt, ohne danach zu fragen, wie, ohne die Meinung zu verändern, ohne die Meinung zu entstellen, und ohne zu hinterfragen nach dem Wie, sondern wir nehmen das an, so wie es gekommen ist, auch wenn wir das nicht verstehen.
Und niemand kann ihm seine Bedeutung der Göttlichkeit strittig machen, bleiben erstmal da. Also niemand kann ihm die Göttlichkeit wegnehmen, sozusagen. Keiner kann ihm die Stirn bieten. Keiner kann ihm das Wasser reichen. Ich denke, das ist klar. Und seine Erfordernisse von seinen Namen und Eigenschaften strittig machen, genauso die Sachen, die Allah subhanahu bezüglich Namen und Eigenschaften angeht, dass man sie weginterpretiert, dass man sie verdreht, entstellt oder gar nicht dran glaubt. Dazu wird der Sheikh nochmal kommen, inshallah ta'ala, in Tawhid al-Asma wa Sifat. Aber kurz gesagt ist das, wie wir das gerade erwähnt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Eigenschaften hat, auch wenn wir nicht verstehen, wie, wir glauben daran. Und das ist Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Und dann bringt der Autor einige Verse hier aus dem Koran als Beweis für die Rububiyya. Er sagt zum Beispiel: Alles Lob gehört Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat und die Finsternisse und das Licht gemacht hat, dennoch setzen diejenigen, die ungläubig sind, ihrem Herrn andere gleich. Also obwohl Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat und die wissen das, sagen die trotzdem, nee, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Partner. Oder sie sagen, Allah subhanahu wa ta'ala gibt es nicht. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles Lob gebührt dem Herrn der Welten. Er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles gehört. Und er bringt hier den Vers: Sag, wer ist der Herr der Himmel und der Erde? Sie sagen, oder sag Allah. Sag, nehmt ihr euch denn außer ihm Schutzherren, die sich selbst weder Nutzen noch Schaden bringen vermögen? Sind etwa der Blinde und der Sehende gleich? Oder ist etwa die Finsternis und das Licht gleich? Oder haben sie Allah Teilhaber gegeben, die eine Schöpfung und die seinige schufen? Die eine Schöpfung wie die seinige schufen, so dass ihnen die Schöpfung ähnlich erscheint. Sag, Allah ist der Schöpfer von allem und er ist der Eine und der Allbezwinger. Daran, in diesem Vers merkt man natürlich eindeutig, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat und dass es keine Partner gibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala fordert die Leute auch heraus. Er sagt, gibt es irgendjemanden, der das gemacht hat? Und dann bringt er weiter, Allah ist es, der euch erschaffen hat und dann versorgt. Hierauf lässt er euch sterben, hierauf macht er euch wieder lebendig. Und dann sagt er, gibt es unter euren Teilhaben, also unter euren Götzen, der irgendetwas von all dem tut? Gibt es irgendjemand, der das kann, was Allah subhanahu kann, der die Himmel und die Erde erschafft, der euch sterben lässt, der euch wieder bringt, der euch versorgt? Gibt es irgendjemanden? Subhanahu, makellos ist er, erhaben ist er über das, was ihr ihm beigesellt. Und sagt der Autor, das ist Allahs Schöpfung, zeigt mir nun, was diejenigen außer ihm erschaffen haben. Also ist auch wieder eine Herausforderung, die Allah subhanahu wa ta'ala hier bringt. Das hat Allah erschaffen. Zeigt mal, was eure Götter erschaffen haben. Und wir werden sehen, dass sie nichts erschaffen haben. Und deshalb bringt der Autor, oder sind sie etwa aus nichts erschaffen worden, oder sind sie selbst gar die Schöpfer? Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Denken die Menschen, sie sind einfach so aus nichts erschaffen? Aus dem Nichts erschaffen, oder denken Sie, Sie sind selber die Schöpfer geworden? Also sozusagen, ist dann alles Zufall? Ist es alles zufällig entstanden, einfach nur so? Oder haben Sie sich selbst doch erschaffen? Das Erste können wir widerlegen und das Zweite widerlegen die Leute selbst. Und deswegen ist solche Angelegenheiten, die Allah subhanahu wa ta'ala bringt, solche Sachen massenweise im Koran. Und das ist sehr, sehr einfach zu verstehen. Oder haben sie etwa die Himmel und die Erde erschaffen? Nein, vielmehr sind sie nicht davon überzeugt. An einer anderen Stelle sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben sie erschaffen, auch wenn sie nicht dran glauben. Die Wahrheit ist trotzdem die Wahrheit, auch wenn die Menschen nicht dran glauben. Das muss man verstehen. Die Wahrheit verändert sich nicht, bloß weil irgendjemand nicht daran glaubt. Dann bringt der Autor: Er, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, so diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst. Weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleicht den seinen besäße? Also gibt es irgendjemanden, der die Göttlichkeit wie Allah hat? Gibt es irgendjemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala auch nur ansatzweise ähnelt? Natürlich gibt es das nicht. Subhanallah. Und dann bringt der Autor: Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. Und das ist natürlich das Hauptargument, dass nichts und niemand gleich ist. Und natürlich können wir auch die Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad nehmen. Der Autor bringt hier weiter: Und alles
Und sag, alles Lob gebührt Allah, der sich keine Kinder genommen hat. Und es gibt weder einen Teilhaber an seiner Herrschaft, noch benötigte einen Beschützer vor Demütigen, und verherrliche ihn doch als den Größten. Er hat keine Kinder, er hat keine Partner, keine Teilhaber, ihm gehört alles alleine, er benötigt niemanden, alles benötigt ihn. Ganz einfach diese Sache. Und es gibt tausende Beweise, subhanallah, über diese Sache. Dann bringt er als letzten Vers hier, sag, ruft diejenigen an, die ihr anstatt Allahs angebt. Sie verfügen nicht einmal über das Gewicht eines Staubkörnchens, weder in den Himmel noch auf der Erde. Und sie haben an ihnen beiden keinen Anteil, noch nahm er sich unter ihnen jemanden, der ihm Beistand leisten sollte. Also Allah subhanahu hat nicht gesagt, okay, du und du helft mir jetzt. Braucht nicht. Allah subhanahu braucht nicht. Doch alles braucht Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er weiter, auch nützt bei ihm die Fürsprache nicht, außer wenn er selbst erlaubt, wenn dann der Schrecken von ihrem Herzen genommen ist, sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen die Wahrheit und er ist der Erhabene und der Große. In der Übersetzung, meine lieben Geschwister, werden manchmal die Verse komplett zitiert, obwohl das nicht dem Original entspricht, wenn wir das hier abgleichen, weil der Autor an sich selbst hat von den Versen immer nur die bestimmten Stellen, die passenden Stellen hier rausgesucht, aber ich habe jetzt trotzdem mal die kompletten Verse euch vorgelesen, damit ihr den ganzen Zusammenhang auch dazu mitnehmen könnt. Es ist auch nicht so schlimm gewesen jetzt in Shona Ta'ala, aber grundsätzlich die Autoren von solchen Sachen nehmen von Versen Stücke, Teile heraus, die genau dann zu dem Text passen und setzen sie dann sie passend ein. Naam, Tawhid al-Rububiyyah haben wir inshallah ta'ala erklärt und bi'idhnillah ta'ala werde ich diese Sachen, falls es doch zu schwierig war, in meinem kommenden Buch Aqidah einfach erklärt, das Ganze nochmal schön und einfach erklären. Bi'idhnillah ta'ala. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.